Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Frank Henenlotter ist uns natürlich allen ein Begriff, als Regisseur von Dingen wie Basket Case bis hin zu Frankenhooker. Das ist eigentlich ein, aber heißt das eigentlich, dass das nur eine Hooker für ihn ist, die er quasi in den Film eingibt? Nein, natürlich nicht. Bis hin zu Elmer und einigen anderen zutiefst unterhaltsamen Filmen, die er da in seiner relativ knappen Filmografie zwischen 1982 und 2018 inszeniert hat. Dabei gibt's allerdings im Jahr 2008 einen etwas unbekannteren Film aus seinem Schaffen, nämlich Bad Biology. Den Film hat man hierzulande vielleicht nicht ganz so auf dem Radar gehabt, weil der als deutsche Fassung von Epics veröffentlicht wurde, auf DVD allerdings für die FSK-Freigabe ab 18 Jahren relativ drastisch gekürzt werden musste, sodass in der deutschen Fassung von Bad Biology im Vergleich zur amerikanischen Original Version hier circa 3,5 Minuten durch nur 3 Schnitte lustigerweise laut der Kollegen von schnittberichte.com entfernt werden mussten. Eine Blu-ray oder gar eine 4K-Auswertung des Films im deutschsprachigen Raum steht ganz offensichtlich in weiter, weiter Ferne, weswegen ich den Film Bad Biology tatsächlich bis heute noch nicht gesehen habe, bis zu dem Moment, als ich in der 4K-Liste von Severin in Amerika eine UHD-Auswertung des Titels entdeckt habe, die ich mir natürlich gleich ins Regal geholt habe. Dabei erscheint der Film in Amerika übrigens als Mediabook, wobei das ein Mediabook wäre, bei dem wahrscheinlich die deutsche Mediabook-Community bereits die Fackeln angezündet und die Mistgabeln geschärft hätte, aber dazu dann etwas später mehr. Beginnen wir vielleicht einmal mit dem Cover-Artwork, das in einem schier unaussprechlichen Ausmaß potthässlich ist, dass mir hier wirklich sämtliche Worte fehlen. Eine Collage an verschiedenen Szenenbildern mit offensichtlich Schaum- und Wassereffekten, einfach zusammengeklatschten Bildern mit einem wirklich ganz grauenhaft aussehenden Titel. Schriftzug, das ist schlicht und ergreifend furchtbar. Dazu können wir dann allerdings einmal einen Blick auf das Backcover werfen. Da ist interessant, dass der Film für diejenigen, die noch nicht auf 4K umgestiegen sind, auch als Standard Blu-ray natürlich hier enthalten ist und dass diese Blu-ray sogar code-free und demnach bei uns abspielbar ist. Das ist deswegen wichtig, weil eben die Standard Blu-ray auch den Großteil des Bonusmaterials enthält. Dabei ist interessant, dass der Film im Jahr 2008 dankenswerterweise sogar auf Super 35, also auf 35mm Filmmaterial erstellt wurde und dass es im Jahr 2023 offensichtlich ein neues 4K Digital Intermediate gegeben hat, auf dem jetzt dann eben auch diese UHD-Auswertung basiert. Aber warum genau habe ich vorher gemeint, dass die deutschen Mediabook-Fans mit dieser Leistung nicht sonderlich zufrieden gehen. Was zum Teufel ist das? Wir bekommen die Discs nämlich hier nicht etwa in einem Tray oder sonstiger einer adäquaten Aufbewahrung. Nein, nein, wir haben hier einfach eine eingeklebte Papierhülle, in die dann die Discs einfach hineingeschoben werden. Yikes! Und da gibt's eben auf der linken Seite die 4K beziehungsweise auf der rechten Seite dann die Blu-ray, jeweils auch mit diesen eigentlich ganz, ganz netten, groben Schwarz-Weiß-Bildchen drauf. Dazu sei an dieser Stelle erwähnt, dass das Booklet zwar relativ umfangreich ist, aber witzigerweise in Wirklichkeit nicht ein einziges geschriebenes Wort enthält, denn bei The Bad Biology Files handelt es sich um ein reines Fotobooklet, das eben neben Ausschnitten aus dem Film und Szenenbildern ganz besonders auch eine große Menge an Behind-the-Scenes-Fotos, Drehaufnahmen, sonstigen Dingen enthält, was das Ganze natürlich auch zu einer recht wertvollen Beigabe für diesen Release macht. Aber man kann sich halt hier keine wirklichen Informationen über den Film erwarten. Die gibt's allerdings in dem Release ebenfalls, weil wie wir ja vorher bereits auf dem Backcover gesehen haben, mit zahlreichen Audiokommentaren beziehungsweise eben Featurettes, Dokus, Interviews und so weiter auch massenhaft Bonusmaterial mit dabei sind. Da finde ich eben allein schon wahnsinnig spannend, wie man hier
auf die Arbeit von Hennenlotter und seiner Crew blicken kann bei der Entstehung des Films. Ja, habe ich schon einmal erwähnt, dass Hennenlotter auch derjenige ist, der Elmar gedreht hat. Das ist, ja, The Penis Escapes. Das ist eine tolle Überschrift, hatte ich schon irgendwie befürchtet, die niemals in meinem Leben lesen zu dürfen. Aber hier eben auch ganz eindeutig zu erkennen, dass man den Film tatsächlich mit Original Filmmaterial gedreht hat, beziehungsweise, dass man hier natürlich konzentriert sich dieses Booklet und diese Fotodokumentation einzig und allein auf den einen Prop, den YouTube ganz sicher besonders gerne in einem Video sieht. Aber da wahrscheinlich der ein oder andere Ausschnitt aus den Sequenzen, die man dann in der deutschen Fassung nicht gesehen hat. Was zum Teufel sehe ich hier? Auf jeden Fall hier eben das Originalplakatmotiv, das dann eben auch für die beiden Disc-Designs verwendet wird. Dann gibt es hier noch ein paar internationale, japanische, denke ich einmal, DVD-Cover-Artworks. Es gibt das britische DVD-Artwork, das eben identisch ist mit dem, was wir auch auf der alten deutschen DVD von Epix gesehen haben, die eben hier nicht abgebildet wurde, weil offensichtlich Severin sogar für das Innere von dem Fotobooklet ein beflatschtes, grauenhaftes DVD-Cover-Artwork zu viel war, wobei mit grauenhaften Artworks sie sich ja bei dem Film Bad Biology aber auch wirklich, wirklich gut auskennen. Anyways, auch wenn das Ding etwas hässlich ist und ich, wie gesagt, die Disc-Unterbringung unter aller Sau finde, ist es auf jeden Fall eine nette Sache, einen der wohl seltensten und hierzulande schwersten, vor allem uncut, zu bekommenden Hennenlotter-Film hier sogar in 4K in meiner Sammlung zu haben.